Heute geht's ins Herr Schulz. Hinter dem klangvollen Namen verbirgt sich ein Spanier der etwas anderen Art. Ob Tapas, Steak oder Burger mit Pommes. Frank kocht sein eigenes Süppchen. Hallo, ich bin der Frank Maliani. Seit Oktober 2012 im Herrn Schulz tätig und bin hier der Küchenchef. Das scheint den Konkurrenten noch nicht so ganz klar zu sein. Was macht Frank überhaupt? Wer ist Frank? Anscheinend ein ziemlicher Geheimniskrämer. Er tut extrem geheimnisvoll. Er hat unheimlich großes Fachwissen. Er ist unheimlich versiert in unserem Bereich. Frank wird ein Geschmacksästhet sein. Auf jeden Fall ist er der heutige Gastgeber. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Herrn Schulz. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch mal rein. Machen wir. Schick hast du es hier, Frank. Aber typisch spanisch ist das nicht gerade, oder? Unser Konzept ist, einen Laden aufzubauen, der sich von anderen traditionellen Spaniern abhebt. Wir bringen so einen Spirit von Verrücktheit, Ausgefallenheit rüber, mit Spaß und Humor, den sich keiner widersetzen kann. Und wer es doch versucht, geht baden oder wie? Andere haben Malblocks, wir haben Schwimmflügelchen, die wir den Kindern präsentieren. Wir haben Eimerchen und Schüppchen rumstehen. Da ist auch Sand drin. Die können auch hier reinkommen, können sagen, gib ihr den ganzen Sand durch die Bude schütten. Hauptsache, sie fegen anschließend wieder zusammen. Also was haben wir zu dem Namen überhaupt? Wie kommt ihr auf den Namen? Ja. Vielleicht ist es sein Nachname? Glaube ich nicht. Schulz? Frank? Ja. Frank Schulz? Falsch. Herr Schulz ist der rätselhafte Besitzer des Lokals. Und wie es aussieht, wird er heute noch erwartet. Oder was ist das für ein Tisch? Der Tisch hinter mir, das ist der Tisch von Herrn Schulz, der grundsätzlich immer reserviert ist, egal wie voll der Laden auch wird. Herr Schulz kann urplötzlich auftauchen und wenn dann der Tisch nicht frei sein sollte, dann ist hier Rabatz. Wenn Herr Schulz nicht da ist, hat Frank das Sagen, auch bei der Speisekarte. Das ist wirklich so, das passt total zu Frank. Ja, das habe ich auch getippt. Und was sagt Miguel zur spanischen Konkurrenz? Die Karte ist Standard, sagen wir so, aber gut, da kann man die Blätter immer wieder wechseln. Oh! Was ist denn in der Schule? Das ist Frank. Ja. Ausbildungsjahr. Ja. Erster. Ich lerne es auswendig. Damit wir genauere Informationen haben, warum 32 Euro kostet. Okay, alles klar. Ist das nummeriert? Ja! Ein Restaurant mit Bildungsauftrag. Und dort laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Was hast du denn heute alles so im Kühlschrank, Frank? Ja, im Kühlschrank. Im Kühlschrank haben wir alle unsere Sachen. Ich sag jetzt mal wie Fleisch. Hier haben wir ein schönes Stück Hüfte. Das ist von unserem Special-Fleisch. Wir haben ein Fleisch aus Nebraska. Das ist ein 100%iges Black Aberdeen-Fleisch. Die Tiere werden 200 Tage lang mit Mais zugefüttert, danach 80 Tage lang noch mal auf die Weide gestellt und werden dann anschließend geschlachtet. Pimientos de Padron. Kennst du die? Nee. Das ist lecker. Meine Pimientos de Padron. Das sind kleine Paprikaschoten. Die werden gebraten, die werden in Olivenöl gebraten und werden dann anschließend verfeinert mit grobem Meersalz. Also roh haben sie keine Power, sie müssen warm sein. Dann entfalten sich die ätherischen Öle des Paprikas, dann haben sie Aroma und dann schmecken sie erst. Die nächste Seite kommt uns so gar nicht spanisch vor. Burger? Hätte ich niemals gedacht, dass er einen Burger anbietet. Ganz ehrlich, wow, ich bin entsetzt. Was mir hier auffällt, fehlt im Fisch. Ich finde hier keinen Fisch, keine einzige. Als Spanier muss man mindestens 3 Stück haben oder 4 Stück haben. Aber die hattest du ja gestern. Ich will es aber hier haben. Ich bin jetzt, ich habe es frei und jetzt will ich Fisch haben. Nein, ich esse Spare Ribs. Sag mal. Spare Ribs. Wenn Spare Ribs selbst mariniert sind, dann sind Spare Ribs ein Gedicht.